Herr Klockin, die CDU ist mit 13 Ratsmitgliedern in die letzte Ratsperiode gestartet. 10 waren es am Ende noch, die übrig geblieben sind. Wie viele schätzen Sie oder hoffen Sie, in den neuen Rat entsenden zu können? Also ist schwer einzuschätzen, aber meine Hoffnung ist schon, dass wir mit einem Korridor von wieder 13 bis zu 15 in den neuen Rat einziehen werden. Man muss ja das so deutlich sagen, dass es bei der CDU hier in Oldenburg mehr als nur ein bisschen im Gebälk knirscht. Da gab es Rücktritte, andere Vorfälle. Frau Pfeiffer hat ihren Übertritt zur FDP damit begründet, dass das parteiintern miteinander nicht gerade gut sei. Hat vielleicht beim Wähler auch ein bisschen das Vertrauen erschüttert. Wie wollen Sie das zurückgewinnen? Also ich weiß nicht, ob das Vertrauen beim Wähler erschüttert wird. Alle Vorfälle, die wir hatten, hingen mit der Frage der Listenaufstellung zusammen. Und wenn Sie Frau Pfeiffer ansprechen, muss ich einfach sagen, wenn jemand keinerlei Kritik übt, den Abend vorher noch konstruktiv in den Gremien mitdiskutiert und ohne Rücksprache mit den Parteigremien so einen Schritt vollzieht, dann hat das für alle nur den Eindruck, dass es um den Listenplatz ging und nicht um irgendwelche inhaltlichen Fragestellungen. Das wird auch innerhalb der Partei unisono so gesehen. Dass es in der Öffentlichkeit natürlich einen erstmal schwierigen Eindruck hinterlässt, das ist richtig. Auf der anderen Seite sage ich auch immer, nichts ist älter als die Zeitung von gestern. Und ich glaube schon, dass diese Vorfälle keinen bleibenden Eindruck hinterlassen haben. Die CDU war zuletzt die einzige Fraktion, die, auch wenn der Rat zwischendurch mit einer Stimme gesprochen hat, die einzige Fraktion, die noch regelmäßig dem Oberbürgermeister den Rücken gestärkt hat, ist ja auch klar. Das bedeutet aber halt oftmals, oder hat oftmals bedeutet, gegen 2/3 bis 3/4 des übrigen Rats agieren zu müssen. Lässt sich das eigentlich jetzt auch wieder weiterhin so durchhalten, weil das ist ja eine Konfrontation, die man sonst in anderen kommunalen Parlamenten selten findet. Also Sie sprechen einen Punkt an, den ich sehr wichtig finde. Und sollte ich dem nächsten Rat angehören, ist der Punkt auch bei mir ganz oben auf der Agenda. Die Zusammenarbeit im Rat und die Zusammenarbeit zwischen Rat und OB war die letzten 5 Jahre nicht optimal und hat auch bei den Bürgern unisono einen schlechten Eindruck hinterlassen. Und da geht es auch gar nicht darum, wer hat mehr darunter gelitten. Da haben wir alle drunter gelitten, weil die Bürger den Eindruck haben mussten, es gab nur Geplänkel und es ging wenig um Inhalte. Und von daher müssen wir darüber reden im neuen Rat, wie wollen wir zusammenarbeiten und wie wollen wir diese öffentlichen Auseinandersetzungen vermeiden und uns um Inhalte kümmern. Man muss eins sagen, der OB hat nach meiner Auffassung gute Politik gemacht. Dass man menschlich vielleicht manchmal nicht zusammenpasst, das ist im Leben einfach so, das ist auch im beruflichen Leben so, aber da müssen alle die Professionalität haben, sich zusammenzureißen und im Sinne der Stadt auch wieder konstruktiv mitzumachen. Bei einer Wahlbeteiligung von 44% beim letzten Mal können wir es uns nicht leisten, so weiterzumachen. Können Sie diese gute Politik an 1, 2 Beispielen festmachen, kurz? Also das beste Beispiel ist natürlich immer Stadt der Wissenschaft, was zu einer neuen Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und Wissenschaft geführt hat in der Stadt, die man auch nachhaltig in Wirtschaftskreisen spürt und auch in der Wissenschaft. Und das zweite Beispiel, nicht weit von hier, die neue Volkshochschule, ist ein Thema, da haben wir vor OB Schwandner 15 Jahre drüber gesprochen. Es gab nie Lösungen, der OB hat das Thema in die Hand genommen und wir haben jetzt eine Volkshochschule an einem zentralen Standort, die allen gefällt und wo man sagen muss, toller Erfolg des Oberbürgermeisters. Kommen wir mal auf das Wahlprogramm zu sprechen. Wenn man das aufschlägt, auf der ersten Seite hat man gleich die Überschrift Sicherheit gewährleisten. Links stichwortartig der Text zusammengefasst in den Begriffen stärkere Polizeipräsenz, Ja zu Überwachungskameras, Täter schnell verurteilen. Ist Oldenburg ein so gefährliches Pflaster? Oldenburg ist kein gefährliches Pflaster, aber es gibt, ich sag mal, Problempunkte, die wir haben. Da brauche ich nur die Innenstadt nehmen, die ja immer in der Diskussion war, in der Frage der Sicherheit, gerade auch nachts. Und da gab es eben verschiedene Fragestellungen. Machen wir die Innenstadt zu, führen wir eine Sperrstunde ein oder versuchen wir durch verstärkte Sicherheitspräsenz das Sicherheitsgefühl der Bürger wiederherzustellen? Es gibt schon Bevölkerungsgruppen, die rückgemeldet haben, die gesagt haben, wir trauen uns zu gewissen Uhrzeiten an gewissen Punkten nicht mehr vorbei. Und ich finde, da muss man reagieren. Und ich habe kein Problem mit verstärkter Polizeipräsenz. Ich habe auch kein Problem mit Überwachungskameras. Ich finde zum Beispiel Überwachungskameras im privaten Raum stört sich keiner dran. Wenn ich zu Leffers gehe, wenn ich in eine Sparkasse gehe, bin ich sofort von einer Kamera erfasst. Nur im öffentlichen Straßenraum gibt es eine
nach meiner Auffassung zu emotionale Diskussion. Ich sage einfach, ich bin Bürger, ich habe nichts zu verheimlichen. Wenn die Bänder nach einer gewissen Zeit gelöscht werden, habe ich kein Problem damit, punktuell Überwachungskameras zu installieren. Wobei es sicherlich dem einen oder anderen auch um die Effizienz geht. Als neulich mal die Skulptur des Donnerhall in der Fußgängerzone verschönert wurde, sag ich mal, haben die Überwachungskameras, die dort hier installiert sind, ja weder diese Tat verhindern können, noch bei der Aufklärung was dazu beitragen können. Wie sollen also mehr Überwachungskameras Ihrer Meinung nach für mehr Sicherheit sorgen? Es geht ja einmal um das Sicherheitsgefühl und ich glaube schon, dass sich der eine oder andere davon abhalten lässt, wenn er weiß, aha, hier ist ein Bereich, da werde ich überwacht. Und beim Donnerhall war es ja meines Erachtens so, dass sich diejenigen irgendwann selber gemeldet haben, gesagt haben, wir waren es. Von daher war ja dann kein Aufklärungsbedarf mehr. Ohne darauf rumreiten zu wollen, auf der nächsten Seite des Wahlprogramms lautet der Tenor, Ordnung muss sein. Kann man das so zusammenfassen, wenn das Programm schon so anfängt, dass Law and Order gewissermaßen der Schwerpunkt des CDU-Programms ist? Nein, also das sind zwei Kapitel von vielen. Das ist nicht der Schwerpunkt des CDU-Programms, aber dass die CDU sozusagen zum Thema Law and Order, Sicherheit und Ordnung immer gestanden hat und weiterhin stehen wird, das ist so. Das ist unsere Programmatik und daran wird sich auch erstmal nichts ändern. Ein Problem in Oldenburg, das auch in den letzten Monaten sehr stark diskutiert wurde, ist ja die Wohnungsnot. Wie will die CDU diesem Problem begegnen? Ja, das Wohnungsnotproblem ist in der Tat ein Thema, was sehr komplex und sehr schwierig ist. Wir müssen uns darüber unterhalten, auch parteiübergreifend, wie wir an das Thema rangehen. Und wir müssen uns darüber unterhalten, ist es richtig, dass wir sozusagen überall in der Frage der Baubegrenzung nur kleinteilige Lösungen zulassen? Oder müssen wir eben punktuell auch, ich sag mal, Mehrfamilienhäuser in Anführungsstrichen Blocks genehmigen? Und das ist der Punkt, den müssen wir klären. Auch in Zusammenarbeit mit den jeweiligen Nachbarn lassen sich eben 10, 12 Parteienhäusern bauen, um eben günstigen Wohnungsraum in Oldenburg zu schaffen. Ich glaube, wir müssen da eine offene Diskussion führen und können uns nicht zurückziehen und sagen, oh, uns gefällt eigentlich die jetzige Struktur und wir machen nichts, weil dann sind wir einfach vorm Ende. Auf der anderen Seite, das gehört ja zu derselben Problematik, gibt es ja den Leerstand. Am besten zeigt sich das im Ballkino. Der Oberbürgermeister hat sich da jetzt ja deutlich positioniert, von wegen Abriss nicht mit uns. Aber das legt ja den Finger darauf, dass dort grundsätzlich die Frage herrscht, auch bei dem besetzten Haus am Theaterwall, wie geht man mit Immobilienbesitzern um, die ihre Immobilien ja, mehr oder weniger gezielt verfallen lassen. Da gab es ja im Rat verschiedene Vorstöße, von freundlichen Ermahnungen bis hin zu Leerstandssteuer, Enteignung, sonst irgendwas. Was hat da die CDU für Ideen? Ja, das ist für mich ein vornehmlich juristisches Problem. Es ist ein Ärgernis, in der Tat, wenn man sich das Wahlkino anguckt, dass es nicht genutzt wird, dass es so in der Landschaft steht. Bloß, wir haben natürlich bundes- und landesrechtliche Vorschriften, die eben solche Punkte wie Enteignung nur unter sehr strengen Rahmenbedingungen zulassen, die nach meiner Auffassung zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht erfüllt sind. Und von daher sind uns da als Kommunalpolitik nach meiner Auffassung auch ein bisschen die Hände gebunden. Ich glaube, mehr als ermahnen und mehr als politische Absichtserklärung machen können wir nicht tun. Und der OB kann eben das tun, was er gemacht hat, dass er eben Abrissanträge und Ähnliches im Rahmen der gesetzlichen Bestimmung nicht zulässt und sagt, du hast da ein Gebäude und du bist verpflichtet, es zu nutzen, also mach es bitte. Aber wir können ja keinen Eigentümer zwingen, irgendetwas in seinem Haus zu machen. Das gibt das deutsche Grundgesetz auch ja schon nicht her. Und von daher haben wir da wenig Einflussmöglichkeiten. Zweites großes Thema ist natürlich der Bahnlärm, der mit dem Jade-Weser-Port entstehen wird. Da gibt es ja diese zwei Komponenten, einmal für Lärmschutz zu sorgen, einmal sich für eine, auf der anderen Seite sich für eine Umgehungstrasse einzusetzen. Jede Partei scheint da ein bisschen anders einen Schwerpunkt zu setzen. Wo liegt für die CDU die Priorität? Was muss zuerst gemacht werden? Was ist vielleicht gar nicht machbar? Also die Priorität liegt ganz klar beim Lärmschutz, weil das ist ein Thema, den müssen wir zeitnah realisieren. Die Züge werden nächstes Jahr anfangen zu fahren. Das heißt, dann fängt unmittelbar die Lärmbelastung für die Bürgerinnen und Bürger in der Stadt an. Also ganz klar Lärmschutz an 1 und Umgehungstrasse ist sozusagen eine langfristige Planung. Wenn man sich die planungsrechtlichen Voraussetzungen anschaut, reden wir nach meiner Auffassung über Zeitkorridore von 10 bis 20 Jahren. Das heißt, da kriegen wir keine zeitnahen Lösungen hin. Drittes Thema, zumindest in den letzten Monaten, erstmal jetzt geklärt mit dem Fliegerhorst, aber die Frage der Asylbewerber, der Unterbringung der Asylbewerber. Viele Parteien sprechen sich dafür aus, mittelfristig eine dezentrale Unterbringung anzustreben.
Ist das bei der CDU auch so oder was soll nach dieser Zwischenlösung mit den beiden Gebäuden auf dem Fliegerhorst kommen? Also da sind wir uns ja in der Parteienlandschaft ausnahmsweise mal einig, dass wir alle sagen, wir sind für eine dezentrale Unterbringung. Die wird natürlich, da sind wir wieder beim Thema Wohnungsmarkt, nicht so schnell zu realisieren sein. Aber ich glaube, wir müssen eben langfristig schauen, wie wir es hinbekommen. Da kann der Fliegerhorst, die geplante Lösung nach meiner Auffassung auch nur eine Zwischenlösung sein. Stichwort Arbeit. Im Programm steht, Sie wollen das Jobcenter abschaffen bzw. Ersetzen. Durch was? Also Jobcenter ist ja zurzeit eine gemeinsame Lösung zwischen Stadt und Land, zwischen Stadt und Bund. Und wir wollen eben, wie es in vielen Kommunen auch gemacht worden ist, eine eigene städtische Lösung favorisieren, weil wir der Auffassung sind, in eigener städtischer Trägerschaft können wir mehr erreichen als mit dem Bund zusammen. Richtet sich das, diese Effizienzsteigerung, wenn man sie so nennen will, an den ersten Arbeitsmarkt oder was ist mit den Langzeitarbeitslosen und Hartz-IV-Empfängern? Der richtet sich eigentlich sowohl an den Ersten als auch an die Langzeitarbeitslosen. Also ich glaube schon, wenn man nur die Stadt hat, dass wir flexibler sind, eigene Lösungen mit Beschäftigungsgesellschaften und ähnlichen Dingen zu schaffen, als wenn wir uns sozusagen mit dem Bund zusammentun, wo eben die Abstimmungsprozesse eben ein bisschen komplizierter sind und wo eben auch seitens des Bundes die Entscheidungswege komplizierter sind. Was ist mit der Kulturförderung? Da gab es ja in den letzten Jahren eher Unschönes zu vermelden. Der Kultursommer, die Mittel sind ja schon zusammengestrichen worden, bevor die EBE ihr Sponsoring zurückgefahren hat. Das Filmfest hatte zu kämpfen. Es gibt andere Fragezeichen, unter anderem Werkstattfilm und so. Jetzt schreiben Sie im Programm die Kürzungen der letzten Zeit. Die CDU bekennt sich zu diesen Kürzungen. Die waren sinnvoll und in diesem Rahmen halt auch erträglich. Aber wird es denn bei diesen Kürzungen bleiben? Weil tendenziell wird das ja erfahrungsgemäß kaum jemals wieder hochgefahren. Also es ist richtig, wir haben gesagt, die Kürzungen, weil wir alle gekürzt haben, sind folgerichtig gewesen, weil wir einfach einen Schlüssel genommen haben und über alle freiwilligen Leistungen gelegt haben. Aber wir sagen ja auch, in der Zukunft müssen wir einfach schauen, dass wir sozusagen die Kultureinrichtungen versuchen auszunehmen. Ob wir das schaffen, müssen wir gucken. Die Kultureinrichtungen sind ein wichtiger Punkt für die Freizeitgestaltung der Bürgerinnen und Bürger und von daher müssen wir so viel wie möglich an Förderung erhalten. Dann würde ich noch gerne was zur EWE fragen, deren Geschäftsgebaren ja doch für einigen Unmut sorgte. Die EWE ist ja nun in der Trägerschaft der Kommunen. Sind Sie der Meinung, dass da in den letzten Jahren, speziell im letzten Jahr, genug getan wurde, um den Einfluss der Kommunen auf die EWE auch wirklich wahrzunehmen? Ja, das ist ja immer schwierig. Die EWE ist ein privatwirtschaftlich organisiertes Unternehmen mit den entsprechenden Gremien, Aufsichtsrat, Vorstand, wo man natürlich als Unbeteiligter schwer hinter die Kulissen schauen kann. Ich würde mal andersrum anfangen. Ich glaube, das größte Problem war die Kommunikation. Ich glaube, EWE hat in der Frage der Kommunikation schwere Fehler gemacht. Wenn man an diesen legendären Brief nach dem BGH-Urteil denkt, der ist ja eingeschlagen wie eine Bombe überall, auch bei mir zu Hause. Das war nicht gut. Wenn man sich die Preise anschaut, glaube ich, ist EWE kein schlechtes Unternehmen. Ich habe ja selber mal privat geguckt und verglichen, EWE gehört ja nicht zu den teuersten. Und von daher muss man da einfach differenzieren. Ich glaube schon, dass die EWE die Botschaft verstanden hat und gesagt hat, okay, wir müssen unsere Kommunikation neu aufstellen, wir müssen auch mehr Transparenz schaffen. Deswegen ist ja auch der Kundenbeirat eingerichtet worden. Und jetzt müssen wir einfach mal schauen, wie kriegen wir sozusagen die Kuh vom Eis und wie kriegen wir EWE transparenter. Andere Gremienstrukturen kriegen wir, glaube ich, kaum hin. Wie wollen sie es auch machen? Wir haben, weiß nicht, 30, 40 Kommunen, die an der EWE beteiligt sind. Sie können ja nicht alle Räte über betriebsinterne Grundlagen informieren. Das geht, glaube ich, auch nach hinten los. Von daher müssen wir da sorgsam abwägen, um dem Unternehmen EWE, was ja ein gutes Unternehmen ist, auch keinen Schaden zuzufügen. Eine vorletzte Frage. Auch im CDU-Programm, wie eigentlich in allen, die ich bisher gelesen habe, taucht oft das Wort Bürgerbeteiligung auf. Wie könnte die aussehen? Wo soll die punktuell eingesetzt werden? Denn der Bürgerhaushalt ist ja dann doch eher auf mäßiges Interesse gestoßen. Also wir müssen einfach schauen, dass wir, glaube ich, bei den Projekten, wo wir die Bürger aus welchen Gründen auch immer belasten oder tangieren, dass wir da eine frühzeitige Bürgerbeteiligung in die Wege leiten.
Der Oberbürgermeister hat ja schon angefangen, zum Beispiel den vordere Alexanderstraße, der Ausbau, da frühzeitig mit den Bürgern zu sprechen. Und ich glaube, wenn wir diesen Dialog zwischen Politik, Verwaltung und Bürger versuchen aufzusetzen, sind wir in der richtigen Richtung. Ich glaube, wir brauchen keine formalisierte Bürgerbeteiligung bei allen Projekten. Ich glaube, wir brauchen einfach das Gespräch in der Stadt. Und wenn wir das hinbekommen, sind wir, glaube ich, auf dem richtigen Weg. Dann komme ich zu meiner letzten Frage und das ist dann wieder die OB-Frage. Gesetzt im Fall, die CDU, ich will jetzt nichts beschreien, aber die CDU erreicht nicht die notwendige Zahl an Mandaten, um einen erneuten Abfallantrag aus eigener Kraft zu verhindern. Letztes Mal war es ja die WFO, die gerade noch das Zünglein an der Waage war. Dann wird es ja sicherlich einen neuen Abfallantrag geben. Wie wollen Sie das gewissermaßen dann verhindern? Treten Sie da auf die Parteien, auf die anderen Fraktionen zu, von wegen, so geht das nicht? Oder wollen Sie, wird da eine Ad-hoc-Koalition gewissermaßen zur Verhinderung dieses Abfallantrags geschlossen? Wie wollen Sie das verhindern? Also ich kann es ja nicht verhindern. Wie gesetzt den Fall, ich bekomme meinetwegen mit den Freien Wählern zusammen keine 25% plus X. Dann gibt es ja aller Voraussicht nach einer Abfallmehrheit, weil sich ja die Parteien direkt oder indirekt entsprechend schon positioniert haben. Und ich glaube auch nicht, dass sich die anderen Parteien von Argumenten überzeugen lassen. Von daher lassen wir uns auf uns zukommen. Wir glauben nicht, dass es eine Abfallmehrheit nach der Kommunalwahl gibt. Von daher bin ich da richtig entspannt. Und ich finde auch, wir sollten es nicht zu einer OB-Abfalldiskussion im Kommunalwahlkampf kommen lassen, weil es sollte um die Inhalte gehen. Wir reden über eine Ratswahl, wir reden über eine Ratsperiode von 5 Jahren. Und da sollte jeder sich das Programm der Parteien anschauen und schauen, welche Partei passt am besten zu mir und zur Wahl gehen. Das ist mir auch das Wichtigste. Wir müssen ja auch nicht die CDU wählen, wäre natürlich schön. Aber wir müssen die Wahlbeteiligung von 44% wieder nach oben bekommen. Das ist vor allem das Wichtigste. Gut, Dankeschön. Ja, vielen Dank.